Das ist ja du. Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt lustig wird oder irgendwie, ob das jetzt, wie lange das dauert. Aber es klingt meistens ganz gut. Mubi habe ich übrigens auch noch. Ah ja. Oh, und ist das die Stelle, wo du zuletzt... Ach nee, das ist nur... Das ist ja, das. Ich dachte... Also, weil das ist ja so eine Stelle... Kennst du den Film? Ja. Weil das ist ja so eine Stelle im Film. Also, ich würde mir nicht vorstellen, Pause zu drücken. Nee. Da müsste man mich beglückwünschen, dass ich an so einer Stelle im perfekten Moment mal Pause gedrückt hätte. Ja, ja, ja. Das auch. Ja. Wir könnten jetzt einfach die Katzenmenschen gucken, dann heute Abend die Katze im Themenabend. Also Holy Motors ist natürlich... Also ich meine, ich habe ihn schon mal gesehen, aber er ist schon ganz schön... Habe ich noch nicht gesehen, aber ist 2012. Ach so, nee, ich war jetzt bei den Katzenmenschen. Ach so. Da habe gar nicht aufgepasst. Ach ja, gute Laune-Filme von Lars von Trier sind auch mal gut. Genau, also ach, den Katzenmenschen. Das ist gut. Den kennt ihr beide noch nicht? Nee. Ach, das, ich kenne auch den anderen nicht. Ah ja, okay. Also der tatsächlich extrem geil ist, den habe ich im Horror Oktober dann damals mal mir angeguckt. Ja, ich glaube, ich hatte überlegt, ob ich mir die Criterion aus England hole. Also, ich weiß ja, dass du auch, ne, also ich würde den Film jetzt nicht jedem ohne Vorbehaltung empfehlen, aber ich glaube, dir könnte das schon auch sehr gefallen. Genau, Blue Collar war der andere Paul Schrader, der mich noch interessieren würde, und Koch, der Dieb, seine Freude liegt dran, den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja? Ist 89 qualifiziert. Ja, ja, also ich bin ein ganz großer Fan von Peter Greenaway. Also, okay, aber das ist ein Knaller. Also, wie ist das so geschmacksmäßig so, wenn es da mal ein paar Grenzen übergeht? Achso, ja. Die Frage nur, kann ja sein, dass das ist ein sehr abgehobener Film. Wir haben Greenaway tatsächlich so ein bisschen im Studium. Ja. Also haben nur einzelne Szenen von ihm durchgenommen und vor allem auch seine Kameraarbeit haben wir uns ein bisschen angeguckt, weil also der so extrem ist. Genau. Aber tatsächlich, ich habe null Plan von ihm. Aber meine Schmerzgrenzen sind sehr, wie sagt man das, sehr hoch? Nee. Ja. Also ich kann viel aushalten. Gut, also es ist jetzt auch kein keine Ahnung, ich kenne ja ganz andere, gerade wenn ihr jetzt, ich weiß ja nicht, was ihr so im Januar gesehen habt, aber da gibt es ja auch noch ganz andere Extreme. Eine ziemlich schöne Mischung tatsächlich, also von total romantisch harmlosen Anime bis 100.000 Leute werden umgebracht, alles. Also jetzt Arrows, wo ich die Disc noch nicht gesehen habe, oder Arrows, wo ich den Film auch noch nicht gesehen habe. Also ich würde vorschlagen, das, was die Auswahl etwas kleiner macht, weil ich könnte mir vorstellen, dass du ja jetzt keine Scheiße da in deinem Regal stehen hast, das ist dann gar nicht so einfach, sie alle zu entscheiden. Ich möchte ja auch schon ein bisschen angeben. Ja, ich würde jetzt angeben. Ach so, ach Gott, entschuldige bitte. Das wollte ich doch nicht unterbrechen. Also, oh, was, da sind noch mehr Blu-rays? Jetzt ist es ja unglaublich. Man kann ja in diesem Audio-Podcast das nicht sehen, aber... Meine Augen, ich bräuchte vier weitere Augen, um das alles zu erfassen. So, oh Gott, fangen wir doch mal, das ist aber wirklich ein guter Start. Fangen wir doch mal so an. Ja, ach schön. Ich gehe einfach mal die Liste hier. Ja, mach das mal. So, wir hätten Prison on Fire 1 und 2. Das war übrigens besonders lustig, die habe ich mal vor relativ kurzer Zeit als neu von eBay gekauft und dann stehen hier so lustige Sachen drauf, wie Gewinnspiel. Ach so. Bis wann? Einschicken bis 2009 maximal. Ja. Nach vorbei. Aber original verpackt. Ist original verpackt. Liegt auch schon so lange im Regal. Und ich, bei EMS als Produzent bin ich auch nicht so sicher, ob das vielleicht auch nochmal sehr gute Gründe hat, warum die. Oh, guck mal, Ralf Umart hat da Liner-Notes geschrieben. Mhm. Ja. Der Arme, der muss einfach in Deutschland einfach nach Hongkong erklären. Auch richtig gut, ne? Aber das hast du mir schon mal versucht zu erklären, weil EMS hat auch die coole Dickbums. Also groß in der es gab Riesen, die das schlechte gemacht haben. Laser Paradise. Laser Paradise war immer schlechtes Hongkong. Waren ja meistens war nicht mal egal. Hongkong. Ja, ja. Ja, darum. Okay, dann. Genau. Ich habe ja gerade erst. Todesmelodie, beziehungsweise Duck You Sucker. Den kennst du noch nicht? Den kenne ich noch nicht. Ach so. Der steht. Also, du musst es ja mal so sehen. Ich bin 91er Baujahr. Ich versuche alles nachzuholen, aber ich kann nicht von jetzt auf morgen auch plötzlich. Das musst du mir ja so gar nicht erklären. Das kennst du ja, aber insofern, Leone steht bei mir auch ganz weit vorne, aber. Den habe ich noch nicht gesehen. Das wäre jetzt sehr witzig, weil unsere letzte Folge, die wir aufgenommen haben, war mal in Amerika, im Westen, ne? Also, und Amerika hatten wir auch schon und der fehlt quasi noch von der Amerika-Trilogie. Aber dann müssten wir vielleicht. Der ist schon extrem. Ja, und der ist auch echt zu lang, glaube ich. Ja. Und die Abspanngucker haben dazu eine sehr gute Nummer gemacht mit Daniel vom Spätring. Ja, stimmt, der hat auch. Machen wir es doch mal. Wir placken das jetzt mal. Mal gucken, ob das hier in die Ausgabe reinkommt. Dirty Mary, Crazy Larry. Okay. Das war Peter Fonda, Susan George. Also, ich muss nur diese beiden Namen lesen und bin schon dabei. Jetzt immer. Genau, das war einer, den
Ich war im Vorfeld von Baby Driver ziemlich gehypt. Ja. Ich hatte sehr Lust auf den, fand ihn dann leider gar nicht so toll, aber habe mir viele von den Filmen angeguckt, die ihn inspiriert haben. Teilweise auch mal wieder geguckt. Also Ein ausgekochtes Schlitzohr und The Driver von, wie heißt er? Ich hab die. Ich weiß nicht genau, wo du gerade hin willst. Streets of Fire. Achso, Walter Hill meinst du? Und Genau. Und solche Sachen und Dirty Mary, Crazy Larry war eben auch dabei. Ja. Und Too Late Blacktop hatte ich noch gesehen und solche Geschichten eben. Diese ganzen 70er in dem Film ist ein Auto drin, Filme. Ja, und hier ist Susan George. Also, ich weiß nicht, du kennst ja, na klar, du kennst ja Peckinpahs Starbucks, ja. Ja, Stuntman Campbell. Ja, das ist, auch so ein Ding, habe ich irgendwann neulich mal aufgeschnappt und blindkauf. Ich weiß nicht mehr, warum ich drauf gekommen bin. Ich habe den übrigens auch blind gekauft mal und auch blind gesehen und ja. Gar nicht mal so gut. Nee, das muss man mal ganz klar so sagen. Ist gar nicht mal so gut. Weil er hat eine unglaublich geniale Grundidee und der fängt auch so an, dass man denkt, das wird das Meisterwerk so und dann wird es leider nicht. Aber okay. Du, das sagt ja auch nur ich. Ja. Ah, ja. Mhm. Aber gut, dann fällt der vielleicht für heute mal raus. Ja. Du, Michi, du musst dich ein bisschen beteiligen. Sonst, du musst ein bisschen deine Meinung. Also das ist der Nein-Stapel oder was? Das ist möglich oder was? Nee. Achso, das ist lustig. Ich hab's jetzt einfach nur, aber es stimmt. Ja, es gibt ja eine Differenzierung. Ja, ich glaube, das haben wir schon abgewählt, aber nicht wegen schlecht, sondern einfach nur wegen... Aus Gründen. Ja, und hier wissen wir, ja, aber das ist zum Beispiel auch total, das wäre, glaube ich, eine... ungewiss, weil ich keine Ahnung habe. Ja. So, dann kommen wir zum Arrow-Stapel. Salvatore Giuliano hätte ich hier. Genau, italienischer Kriminalfilm, Lieblingsfilm unter anderem von Scorsese. Ja, Francesco Rossi. Ich habe noch nie was von dem gesehen. Ich auch nicht. Was wie Rom, offene Stadt und so. Das ist ja alles, also alles ganz großes Kino sein, keine Ahnung. Also gucke ich gerne, aber bin ich völlig planlos. Oh. Jetzt würde das ist jetzt die Stelle, wo Max jetzt richtig sauer wird, wenn wir das besprechen. Achso. Weil das ist. Ich dachte, er wird sauer, weil ich den noch nicht gesehen habe. Aber nein, den dann nicht mit besprechen kann. Ja, genau. Aber du, ich meine, das ist ja geil. Ich wusste gar nicht, dass das so eine schöne. Ja. Also wir müssen mal kurz. Also es ist überhaupt nicht für den Audio-Podcast. Wir müssen jetzt eine YouTube-Folge daraus machen, wie wir auf Nigelnagel Blu-rays starren. Männer, die auf Blu-ray. Ja, yeah, genau. William Floyd, genial. Aber dann lassen wir den vielleicht lieber weg. Ja, ist so gut, wir müssen ja auch eigentlich. Irgendwie müssen wir auch Stab ist noch ganz schön groß. People Under the Stairs von Wes Craven. Noch nie gesehen. Ist 90er, also raus, aber. Ja, ist gut, ja, machen wir das einfach mal. Oder er hat bestimmt so einen deutschen Titel, wahrscheinlich kenne ich den doch, aber wie heißt der auf Deutsch? Weißt du so gut? Haus der Vergessenen? Ja! Ach so, ich dachte, der heißt dann irgendwie House of the Whatever, aber okay. People Under the Stairs, das ist ja schön. Den bewahre ich mir im Zweifel bis zum Oktober auf. Dress to Kill, Brian De Palma. Habe ich einmal gesehen, habe mich damals gar nicht so umgehauen, aber ich habe ja, weiß ich, vor ein paar Monaten nochmal mit Patrick und Dennis einen Podcast aufgenommen zu Brian De Palma und seitdem habe ich gedacht, ich muss unbedingt Dress to Kill nochmal schauen. Ja, kennst du den schon, Michi? Ja. Bist du, magst du Hitchcock? Ja. Weil ich finde, das ist so einer von den Filmen, wo das Brian De Palma wirklich, ja, oder es ist so, ja, so ein Neo-Hitchcock so, ne? Also, das hätte Hitchcock selber sich alles so aufgetaucht. Das Lustige ist, dass der ja aus meiner Sicht sämtliche Hitchcock-Filme verwurstet und zu einem neuen Film zusammenbaut. Ja. Ja. Genau, und der gehört. Das fand ich beim ersten Mal so ein bisschen verwirrend, weil es so deutlich war. Yeah. Aber vielleicht ist auch das gerade der Reiz und ich muss einfach mit dieser neuen Erwartungshaltung nochmal drauf gucken. Siehst du es leider nicht, aber ich habe tatsächlich diese riesige Hitchcock-Box mit den Filmdosen. Ah, alles klar. Ja. Da siehst du jetzt und mal. Hast du sie auch schon alle gesehen? Nee, so 3, 4. Also tatsächlich, die Vögel sind, glaube ich, gar nicht mit in der Box drin, aber das ist einer der großen, der mir noch fehlt. Nee, ich glaube, die Vögel. Echt? Oder? Das ist ja krass, eine Hitchcock-Box und ja, viel. Es gibt ja verschiedene Boxen. So drin. Ich glaube, und ich meine, der ist dabei. Nein. Aber zum Beispiel Marnie habe ich auch noch nicht gesehen. Den kenne ich auch noch nicht, ja. Also so ein paar Sachen. Insofern merkst du, hier in dieser Wohnung stehen noch nicht alle wichtigen. Also das sind wirklich so ein Drittel. In meiner Wohnung stehen sie auch nicht. Dark ist auch zu viel, aber da steht natürlich bei den Arrows. Ja. Kronberg, Videodrome. Ich mag den sehr. Ich mag den auch. Kennst du den auch? Ja.
Cronenberg, ja, den Film nicht, aber habe ich auch Bock drauf. Ja. Also ich, die Fliege zum Beispiel mag ich sehr, sehr gerne. Oh ja, gerne. Das ist wirklich sehr gut. Ja. Also wahrscheinlich ist das, ich, manchmal denke ich, ich stehe auch total auf Existenz. Den müsste ich mal wieder sehen, das ist so lange her. Also den, das, Gott, oh Gott, den habe ich wahrscheinlich im Kino gesehen. Also, aber ich war nämlich der erste, den ich von ihm gesehen habe. Also ich hätte nie vergessen, wenn die sich in diese organischen Ports einstöpseln, ne? Im Rücken oder so haben wir das. Ach, der oder wie? Ja, das merkt man später bei diesem asiatischen Restaurant. Oh ja, also diese krasse Waffe aus dem Wunderbar. Nee, stimmt. Also, ja, und ich wüsste halt nur nicht mehr, ob ich das jetzt eigentlich einen guten auch sein Film finde. Also auch so History of Violence und so, finde ich großartig. Die finde ich extrem gut, ja. Ich glaube, Existenz, ich glaube, da war ich nicht drauf vorbereitet, was mich für einen Film erwartet. Ja, ja. Der war vom Marketing auch so ein bisschen so wie, naja, so ein Science-Fiction-Film für junge Leute. Ja, so irgendwie. Ja, genau. Ja, das ist ja wirklich, geht bei Cronenberg her. Ja, geil, habe ich noch nie gesehen. Echt ja. nicht? Nein. Du kennst ihn schon? Ja, ich habe den ein paar Mal gesehen schon. Ein paar Mal? Also Foxy Brown, falls das noch im Podcast verwendet wird, muss ja, man die ja, sagen. Richtig. Ja, und ist das gut? Ich glaube, das sind die Filme, die ich mir deswegen nicht gucke, weil ich denke, die haben so viel Hype drumherum. Ich erinnere mich noch damals, das war so in meiner Tarantino-Hochphase, 16, ja. 17. Ne, alles, was Tarantino sagte, war gut und richtig. Insofern hat er gesagt, Foxy Brown ist gut. Und dann lief der, glaube ich, tatsächlich im Nachtprogramm im Fernsehen. Ich habe mir den aufgenommen. Natürlich Daumen runter von der TV-Spielfilm. Ja. Und ich glaube, oh, was hatte denn in der IMDb? 6, irgendwas. Das sind echt so Sachen, ich weiß nicht, warum ich mir das gemerkt habe, aber das war so dieses Ding, wo du dann auf einmal feststellst, Tarantino mag den, TV-Spielfilm findet den völlig schrecklich und hat natürlich auch so aus Gründen des guten Geschmacks dagegen gewettert. Und IMDb sagt irgendwas dazwischen. Okay. Also für einen 16-Jährigen war das ja dann immer noch relevant, was die so gesagt haben. Ja, ich habe das manchmal auch heute noch auf. Es ist erstaunlich. Ja, aber man hat so ein bisschen mehr Abstand dazu. Ja, es ist nicht mehr gesetzt, sondern man muss das mit so Brain of Salt. Ja, auf jeden Fall. Genau, aber dann habe ich mir den angeguckt und fand ihn sehr unterhaltsam. Mittlerweile finde ich das auch immer noch, auch wenn er tatsächlich ein bisschen fragwürdig ist in einigen Dingen. Aber ja, gut, ist schon ein spaßiger Exploitation-Film. Also man muss sich darauf einlassen können, dass es mit allen Stärken und Schwächen dieses Subgenres natürlich da drin verbunden ist. Aber schon ganz spannend. Ich habe auch noch nie was von Jack Hill. Ist doch kein unbekannter Name, aber ich wüsste nicht was. Ich glaube, der hat auch den Coffee gemacht, den anderen. Achso, den anderen. Sicher. Also, naja. Ich habe nie so ganz den Zugang zu diesen Exploitation-Filmen gefunden irgendwie. Das ist mir dann doch alles ein bisschen zu drüber und nicht drüber genug. Also oder nicht das so passend für mich. Das bin ich, glaube ich, bei dir, aber das habe ich auch oft, wenn ich so denke. Ihr denkt jetzt gerade, ihr seid ironisch, aber ihr seid eigentlich sexistisch, dumpf und reaktionär oder so. Ne? Also wenn es entschieden ironisch ist, ich bin ja großer Fan von Death Proof. Also den mag ich total gerne von Tarantino und verstehe mal gar nicht, wie man den doof finden kann. Ahne aber, dass es auch nicht viel weiter weg ist als wahrscheinlich das, was ich jetzt über den Exploitation-Film. Die spalten halt so ein bisschen. Und ich, ich gucke die Filme, aber es ist dann nur so, dass ich denke, Also ich kann mir nicht vorstellen, den irgendwie in der Riege von Lieblingsfilmen zu nennen, aber. Ja. Die haben ja schon was, es ne? Es ist schon. Ich kann den Reiz verstehen. Ja. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, wir werden auf jeden Fall quasi jetzt eine Shortlist machen und ab der Shortlist setzen wir uns die Headsets auf und dann kasteln wir so aus. Oder? Okay. Ja, sehr gut. Ja, okay. So, Day of the Dead, Romero ist klar, denke ich. Ja, also ich bin ja jetzt immer total neugierig. Also ich hätte total Lust, so wenn jemand den noch nicht kennt. So, ich kenne den schon. So. Kennen wir auch. Ach du, habe ich im Studium sogar mal irgendwas zugemacht, so eine Szenenanalyse oder und vor allem, welche Fassung ist es denn nur? Das ist ja. Nee, warte mal, das ist Day. Ach, das ist Day. Ja, alles gut, ja. Ist es mit Bob? Ja. Nee, doch. Okay. Genau. Ey, ich komme so krass durcheinander bei dem. Wir haben mal, als Nils seine Bachelorarbeit geschrieben hat, alle schön chronologisch, glaube ich, geguckt oder sowas, weil das teilweise auch wichtig war. Ja. Teilweise aber nur, weil es Spaß macht natürlich. Ja, klar. Und danach, wirklich so 2-3 Monate, konntest du mich fragen, wann welcher Film und wer überhaupt und so. Da habe ich alles hingekriegt und wenn du mich jetzt fragst, ist es so. Oh. Ja. Ich könnte dir noch nicht mal sagen, wie viele Filme aus der Reihe es jetzt insgesamt ist. Das weiß aber auch niemand mehr genau. Ist das der, wo man so mitfühlt mit dem einen im Kranken? Ja. Also der Zombie, der lernt. Ja. Ist, glaube ich, so mein geheimer Liebling von Romero. Ja, das könnte sein, ja.
eigentlich, also Dawn ist natürlich so das, was alles überstrahlt, aber Day ist eigentlich mein Lieblingsfilm von da. Weil er das hat, weil, also genau, ich erinnere mich jetzt gerade wirklich an diese Figur, ja. Aber wir legen sie trotzdem einfach zur Seite, weil. So, Leichenpflaster in deinem Weg. Das ist. Ich frage mich ja manchmal, ob ich den einfach noch nicht gesehen habe. Echt? Ja, das kann sein, ja. Das kann. Ja, meine ich. Ich weiß ja nicht, ich versuche das ja auch nicht so zu behaupten, aber was die Leute mit sich nicht verstehen. Ja, das versuche ich auch gerade raus. The Great Silence. Ja. Grande Silencio ist der Artikel. Genau. Klaus Kinski also und Jean-Louis. Oh Gott, wie sagt man? Trintignant? Trintignant. Oder Trintignant oder so? Sergio Gomucci. Das ist der T-R-I-N, also Trintignant vielleicht. Du hast ihn aber gesehen. Ich habe ihn gesehen. Ja. Und das ist jetzt eine neue Abtastung, die ist, glaube ich, im Dezember rausgekommen. Ja. Und dafür, dagegen. Hm? Zuckt da bei dir irgendwie was? So wie die Italo-Western? Also Kinski reizt mich immer, aber also die Italo-Western ist tatsächlich Nils großes Gebiet und ich gucke gerne alles also, mit, meine Expertise, also ist das leider so, wirklich klar, nicht. Das ist ein bisschen noch. Schwierig. Überhaupt so? Ja, das ist ein bisschen französisches Kino gucken wollen. Aber auch der hier dabei, der Panther wird gehetzt. Also so ein bisschen Kriminalfilm, Neo-Noirs aus den 60er, 70ern. Ja. Oder so. Ich glaube 60er ist das. Ja. Ja. Weiß ich sonst auch nichts von, außer dass die Besetzung top ist. Ja. also bei mich fixt es gerade nicht an. Beide nicht. Was ist das? Altered States? Ich glaube, der ist von 1990. Nee, aber? Ich glaube... Weiß ich nicht. 1980. Okay. Ja, okay. Ja, geil, Ken Russell. Kennst du nicht? Kenn ich noch nicht. Mhm. Kennst du ihn? Wisst ihr sowas mit Ken Russell so, mit seinen abgefahrenen... Das kommt natürlich jetzt als nächstes, dass man das auch mal kurz sagt, welche Filme der so gemacht hat. Also, jetzt sind sie mir gerade... Also, Tommy ist vielleicht Begriff. Genau, und dann auch noch ein, zwei andere so. Also, die kenne ich denn jetzt gar nicht. Er hat auch Tchaikovsky gemacht und so. Also, ganz viele Künstlerbiografien, die aber quasi total überbordend sind, so wie Tommy. Ne? Und, aber nicht den Mozart oder so. Wie hieß der noch? Nee, das ist ja Milos Forman. Ne? Amadeus Forman. Ja, genau. Nee, also bei Ken Russell dreht es wirklich ab. Also das ist Ken oder Kevin? Ken. Russell. Ja genau, sag mal vielleicht mal zwei, drei Worte. Und der ist jetzt ziemlich geil mit hier, wie... Willem Hurt, genau. Und das ist lange her, dass ich den gesehen habe, aber ich mochte den auf jeden Fall sehr gerne. Also ist ein... Mhm. Das ist einer von den Filmen, über die bin ich immer wieder gestolpert, wenn es im Horror-Oktober ging. Also im Horror-Oktober habe ich mir ja mal so ein bisschen vorgenommen, dass ich Filme schauen will, die ich noch nicht kenne. Und versucht ein bisschen Lücken zu stopfen im Horrorbereich. Ja. Und also, das war dann eigentlich immer so einer von diesen Filmen aus der B-Riege. Also nicht absoluter Klassiker, aber schon so ein Ding wie, was weiß ich, Reanimator oder eben, ja, Altered States. Irgendwelche Sachen, die vielleicht nicht jeder gesehen hat, aber die so für Horrorfans dann doch ganz nach oben gehören. Na, von Ken Russell, der dreht ja wirklich manchmal so extrem am Rad, dass das wirklich nur so bei abgefahrenen Musicals wie Tommy funktioniert. Und hier macht er das halt so, dass es quasi, es gibt eine ziemlich... Also gut funktionierende, also so geerdete Science-Fiction-Story, also so knapp andockend an dem, was wir real haben und dann ein bisschen drüber hinaus. Und dann geht das quasi in Gedankenreisen und da tobt er sich dann für die Momente total aus. Und ich mag das gerne. Manchmal Leute erschrecken sich und finden das dann trashig, aber ist auf jeden Fall sehr originell. Also wenn man sieht so seine Filmografie, ja, es ist super. Sein fast letztes Projekt ist A Kitten for Hitler, ein Kurzfilm. Dann irgendwie sowas wie Revenge of the Elephant Man, klingt auch faszinierend. Yeah. Oder sowas, die Uri Geller Show, auch interessant, ein Fernsehfilm. Naja, wahrscheinlich hätte er da einen Auftritt oder sowas gehabt. Dann auch sowas wie die Andrew Lloyd Webber Show, The Premier Collection. Und kennst du mal mit so in die 80er, 60er, sowas. 80er? Die Hure, auch sehr schön. Genau. Aria, Gothic, Elton John, Nikita, also das ist ein Video für den Song wahrscheinlich. Ja. Faust, war es ein Fernsehfilm. Crimes of Passion. Der Höllentrip. Das ist Valentino, Lish Tomi.
Lishtomania oder so? Ja, genau. Lishtomania ist dann von List. Genau, also Tommy, Marla, Savage Messiah, The Boyfriend, The Devils, The Music Lovers. Das sagt mir echt fast gar nichts. Genau. Woman in Love. The Devils ist zum Beispiel einer so von diesen legendären Filmen, weil der dann eine Weile lang auch in England dann verboten war. Ach so, die Teufelin. Ja, genau. Der gehörte wirklich in die gleiche Zeit, weil da halt mit Nonnen wilde Sachen getrieben werden. Um das mal so kurz zu sagen. Ja, das klingt alles andere als langweilig, der Typ. Ja, genau. Ich glaube, das ist ganz nett. Ich tue es jetzt einfach mal so drauf. Ja, es ist wirklich All-Time-Classic. Ja. Kennst du den? Auch einer der Filme, die ich wegen Baby Driver zumindest dann nochmal gucken würde. Ich glaube tatsächlich, der fehlt mir noch. Ach, das fehlt mir natürlich nochmal so. Das ist das Wort, der jetzt auf die Shortlist kommt. Ja. Ich sitze hier auf der Shortlist. King Hu, die Herberge zum Drachentor. Ist das? King Hu hat ja den Touch of Zen. Ja. Und das ist, glaube ich, sein anderer großer Vorgängerfilm oder so. Ich habe mir von Max einen ausgeliehen von King Hu, den er auch im Libro gesehen hat. Hat er einen englischen Titel, der dir gerade einfällt? Weil er hatte mir eine englische DVD in die Hand gedrückt. Ja, der lief vor kurzem gerade im Libro. Und Dragon. Ich wollte den also dann. Also in INN. Ja, ja. Ne? Ja. Für Hotels. Ja, Herbergeben. Ja, sag mir mal. Deutschen. Also Martial Arts Gedöns. Ich hab's mal aussortiert. So, dann hätte ich noch eine John Cassavetes Box mit 5 verschiedenen Filmen, aber da habe ich mich noch an gar nichts rangetraut. Das ist vielleicht so ein bisschen. Weiß nicht, muss ich mir, glaube ich, mehr Zeit für nehmen. Genau, also ich würde euch, also wenn ihr euch das mal vornehmt, dann holt mich dazu. Also ich bin, der ist auch drauf. A Woman Under the Influence oder eine Frau unter Einfluss. Gina Rowlands war ja seine Ehefrau und die haben zusammen Filme gemacht. Um das vielleicht irgendwie einen Anknüpfungspunkt zu haben, so wie Lars von Trier, so eine unglaublichen Schauspieler-Kammer-Dramen so ja. konstruiert hat. So. Nur, dass jetzt John Cassavetes nicht diesen Wahnwitz in der surrealen Inszenierung hat. Ja. Ne? Aber was so diese Intensität angeht, auch die Themen, wo man denkt, Also danach hat man meistens wirklich nochmal was, ein bisschen Zeit für sich. Aber ich mag die sehr gerne, kann ich sehr empfehlen. Ich bin einfach normalerweise immer gestolpert, wenn es um New Hollywood ging, weil er ja so einer der Vorläufer war. Ja, und wirklich, das ist ein unabhängiger Filmmacher vom Feinsten, der hat seine Filme dann in seiner eigenen Küche dann montiert. Also eine Frau unter Einfluss ist eigentlich so das schöne Teil, also der ist wirklich oft, das ist 150 Minuten lang, also würde ich jetzt auf gar keinen Fall mit euch gucken, aber da spielt die männliche Hauptrolle, der Ehemann von Gina Rowlands ist dort im Film Peter Falk. Und es ist total geil, den als geilen Schauspieler zu erleben und nicht als quasi total abgenudelt als Columbo, sondern einfach, das ist ein großartiger Schauspieler. Ja, aber So, dann hätte ich noch einmal The Fury von De Palma. Mag ich auch sehr gerne. Fehlt mir noch. Ach, du kennst ihn noch nicht. Ja. Oh, und wisst ihr was, wer da die Bösewicht spielt? John Cassavetes. Weil John Cassavetes ist ja auch ein großartiger Schauspieler. Ja. Der hat mit solchen Filmen hat er seine Kohle verdient, damit er dann seine Filme. Den finde ich extrem geil und ansonsten hab. Also auch so ein Ding, was Patrick sehr gelobt hat und darum. Oh. Kennst du Carrie von Brian De Palma? Ja. So, und jetzt stell dir mal vor, das geht nochmal ein bisschen weiter. Noch mehr Mädels, die so krasse Sachen mit Telekinese drauf haben. Nice. Und dann entsteht daraus aber noch, geht es noch ein bisschen drumrum und schmeißt noch Kirk Douglas dazu als. Es ist zu Carrion, wo du nur Kirk Douglas reinschmeißt. Also, da hätte ich jetzt auf jeden Fall mit euch. Weil, und ich finde, der hat 2-3 Momente, womit ihr nicht rechnet. Das wisst ihr nicht. Also ich weiß auch nicht. Das ist ja geil. Ach, das allein deswegen hätte ich. So, und dann hätte ich noch ein Intro Fulci, House by the Cemetery. Ja. Kein Plan. Fulci, ne? Wahrscheinlich Gore und sonst nicht so viel. Also, Fulci hat mich beim Terza Visione total umgehauen. Ich hätte gedacht, dass die Echse in einer Frauenhaut? Nee, wie heißt das? Ja, es ist, ja, es ist so. Women in Lizard Skin. Ja, Women in the Lizard Skin, genau, ja. Und der war aber halt total schön und dann auch noch unfassbar brutal. Aber wobei ich glaube, das ging nur. Ich habe gehört, dass der noch ganz andere Sachen drauf gehabt hat. Aber ich habe mir danach zum Beispiel sofort Never Torture a Duckling besorgt. Auch noch. Und ich bin neugierig. Oder in der deutschen Version? Nee, da dann auch von Arrow, das wusste ich nicht besser. Nee, und es gibt irgendwie auch eine deutsche Mediabook-Edition, die 30, 40 Euro kostet. Also lustig, wie dieses schwarz-weiße Cover jetzt auch wirklich irgendwas mit Morden. So. Man weiß es nicht genau. Irgendwas mit Mord. Ich glaube,
Das wäre nicht meine Stimmung gerade. Gut, dann weg damit. Wir haben auch genug. Du pass mal auf. Kannst du mir schon mal den Haufen da geben? Dann pack den genau. Und ich verteile jetzt mal die Headsets. Oh. Dann machen wir jetzt mal das Finale. Ich hoffe, wir kriegen das zeitlich dann echt noch hin. Ja, wir können mal gucken. Es ist jetzt schon 3:30. Also ich werde nicht ins Hotel fahren, ich werde das machen, ne? Ja, das ist so. Und wenn musst du jetzt dann da nicht erstmal anrufen oder? Nee, ich muss nachher nochmal auf den Stornieren-Knopf drücken. So. Ach so, also, ja, ja. Schön, das digitale Zeichen. Ja, ja, genau. ja, aber stimmt. Müssten. Ja, lass uns mal vornehmen, dass wir das jetzt in unter 5 Minuten machen wir das jetzt so. Gut. Also das ist dann auch das Vorgeplänkel so, ne? Also, ja. Dann machen wir da jetzt nicht noch einen langen Lex. Ja, haben wir eine ganz gute Auswahl. Genau, dann darfst du das mal auch schon aussetzen. Ich muss mal da drüben, ich habe es, glaube ich, gerade wieder falsch rum. Ja. Also links sollte das... Hören wir uns selber? Ja, du hörst dich auch selber. Warte mal, ich bin noch...